Servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs und wieder mal an der Donau. Wir haben zwar Hochwasser, dadurch bin ich wieder nicht bis zur Donau gefahren, sondern ein Stück weiter vorne stehen geblieben und streife hier ein bisschen durch die Wälder. Und ich denke, diese Optik hier für die Anmoderation ist ja schon perfekt. Ja. Schauen wir ein bisschen weiter, was wir sehen. Wir haben so 2 Grad, leichtes Nieseln. Ja, Herbstelwetter quasi. Also, gehen wir mal. Ja, alles durchwühlt hier. Hier suchen sich natürlich die Tiere ihr Futter. Klar, jetzt finden sie ja genug. Ja, diesmal ein paar neue Giersachen am Start. Ich habe ein paar neue Badges zugelegt. Na klar, als alter Patriot brauche ich auch die rot-weiß-rote Fahne. Dann noch so einen Totenkopf oder was immer das ist, so Glowing in the Dark. Und die spezielle Ausbildung. Die Ente und, wenn man genau lesen kann, geh scheißen. Ein bisschen, ja, gehört dazu. Dann habe ich ein neues Ausrüstungsteil, nämlich den BW Jägerrucksack. Habt ihr sicher schon gemerkt, da hat mich dieser Olaf vom Kanal Hauptfriese angefixt mit dem Teil. Und der wusste, ich konnte nicht widerstehen. Nein, 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 nicht. Ja, und jetzt führe ich ihn heute das erste Mal aus. Und mal schauen. Gott, ich bin keine 500 Meter gegangen. Im Augenblick kann ich gar nicht sagen, aber er liegt relativ gut. Da gibt es nichts dagegen zu motzen. Und der sollte dann sein Zwischenstück sein zwischen meinem kleinen 22 Liter Solognac und dem Berghaus. Der hat zwar auch über 30 Liter, aber der hat Seitentaschen. Und was der Vorteil ist, da passt die BW Isomatte hinein. Die passt leider in meinen Solognac nicht hinein. Der wird nämlich oben ein bisschen schmäler. Daher teste ich das Teil einmal. So, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, oder? Ja, der liegt auch schon länger hier. Ja, auf alle Fälle, meine Bank ist auch noch da. Und das nutze ich jetzt aus. Ja, ich habe mir es auf dem Tisch schon gemütlich gemacht. Und heute gibt es einmal ein Käffchen. Na, heute, es gibt eh immer eins, komisch. Nein, aber heute habe ich mir mal wieder diese Kaffeebags organisiert. Quasi diese Filtertüten, die man eigentlich hier nur so auseinanderzieht, hier natürlich vorher abreißt und dann das Käfchen einfüllt. Ja, ich hatte die schon einmal verwendet, dann hatte ich die wieder lange vergessen. Jetzt habe ich es wieder bei jemandem gesehen und habe mich wieder müssen den Amazon ein bisschen zuschlagen. Der Kleine kommt schon. Und er vergast schon. Die Jets haben gezündet. Der Kleine ist wirklich gewaltig. Ja, ein bisschen Wärme schadet nicht. Und wie gesagt, es gibt heute nur ein Käfchen. Drauf damit. Ja, Freunde, das waren jetzt, glaube ich, keine 5-6 Minuten.
das kocht. So, und jetzt einmal ein lecker Käffchen. In der Zwischenzeit nehmen wir mal das Topfkreuz ab und löschen mal den ganz einfach. Und er ist aus. Ja, das Käfchen schaut einmal gut aus. Ja, so eine lösliche Milch. So eine Nestle, so eine Kondensmilch. Habe ich jetzt immer wieder dabei, das ist nicht schlecht. Ja, und jetzt werden wir mal kosten. Und in dem Sinn grüße ich wieder mal alle meine Freunde, Krankensessel und sonstigen. Prost! Ja, der ist schon eine andere Hausnummer. Nicht schlecht. Ja, ist ein brasilianischer. Ich habe die Verpackung leider nicht mit. Ich schmeiß vielleicht einmal ein Bild davon jetzt rein. Ja, und muss gestehen, da sind so 10 kleine Päckchen drinnen. Die kann man zu 10, 50, 30 bestellen. Ich schmeiße euch den Link einmal und in Amazon, von Amazon und in die Beschreibung dazu. Ja, werde ich mal kurz die Kamera umschwenken und zeige euch einmal kurz den Rucksack, den BW-Jäger. Ja. Jetzt zeige ich euch noch einmal schnell den BW-Gebirgsrucksack. Ich habe mir den auch in Couture geholt. Recht gut gepolsterte Schultergurte. Überhaupt kein Problem. Ich habe mir noch gleich mal beim Bastian, also Military Basics, habe ich mir den organisiert. Und auch gleich einen Brustgurt dazu. Den kann ich hier nachträglich aufrüsten. Hat zwar eine andere Farbe, aber egal. Es gibt ja auch noch einen Hüftgurt. Den habe ich gleich abmontiert. Braucht man eigentlich dazu nicht. Ja, das Teil hat 35 Liter. Und hat eigentlich nur ein Hauptfach. Wir haben hier 4x D-Ringe drauf. Eine Klettfläche. Und es gibt eigentlich nur ein Hauptfach. Und das ist jetzt der Vorteil, da passt diese BW-Faltmatte rein. Dadurch hält er auch quasi seine Form und dämpft auch am Rücken, denn es gibt hier absolut nichts. Ja, die Seitentaschen optimal. Hier kann man etliches verstauen. Es passt die 1 Liter Nalgene rein. Und wir haben hier auch durchgehende, also man kann hier irgendwas durchstecken noch, die sind nur außen vernäht, diese Seitentaschen, also perfekt. Und diese Schnallen haben auch eine Besonderheit, man kann sie verstellen, wenn man die nämlich kürzer haben will, rollt man diese durch, rollt man ein und verschließt sie dann einmal. Also das geht auch auf den Seiten. Ja, das ganze Teil ist relativ kompakt. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt 3 Kilometer am Rücken gehabt und bin eigentlich einstweilen sehr zufrieden damit. Und die Größe ist halt optimal. Ich würde gerne den kleinen Solognac verwenden, den nehme ich aber dann im Sommer wieder. Da passt leider die Faltmatte nicht rein, weil der oben im Schmal zusammenläuft. Ja, und so macht er eigentlich einen guten Eindruck. Es ist auch der Original Bundeswehr. Der erste ist, glaube ich, aus Baumwolle und der neuere ist Couture. Ja, in dem Sinn. Ihr kennt mich ja, ich bin ja sowieso ein kleiner Rucksackfanatiker. Von daher musste der einfach
zu mir kommen. Ja, die Sonne ist am Untergehen, sie lächelt noch einmal kurz herüber, aber es ist jetzt wirklich schon extrem kalt. Und ich denke, ich werde zusammenpacken und schön langsam gehen, dass ich mich etwas bewege, denn es wird sehr, sehr kühl. Ja, ich denke, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist es sowieso finster. Ich habe zwar eine Taschenlampe mit, aber alles perfekt hergerichtet, wie es vorher war. Alles eingepackt. Ja, jetzt gehen wir schon langsam retour. Ja, der ist schon so richtig unterspült. Der neigt sich schon ganz schön zur Seite. Also der hängt wahrscheinlich nur auf ein paar Wurzeln. Und wenn die nachgeben, fällt das gute Teil. Ja, und hier die Wurzel, wo ich euch schon einmal in einem anderen Video gezeigt habe, wo sich ein kleines Shelter daraus gebaut hat. Er steht auch unter Wasser. Und auch hier auf dem Schwimmsteg hier. Ordentlich Treibgut. Ja, das wird hier angeschwemmt. Ja, Freunde, wir sind bei der Plattform angekommen. Ich muss jetzt noch 1,5 Kilometer Straße laufen. Und da werde ich die Kamera jetzt abschalten. Ja, in dem Sinn wieder. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Und man sieht sich und Servus die Marl und pfiat euch die Burma.